Sexualpädagogik ist ja nicht nur Pädagogik, sondern es ist wirklich ein detailliertes Fachwissen und das verbunden mit einer hohen Kompetenz, über doch sehr private und vertrauliche Themen mit Jugendlichen reden zu können. Nicht umsonst bietet unser Institut ja einen einjährigen Ausbildungslehrgang dazu an. Und die doch sehr intensive Nachfrage für sexualpädagogische Workshops seitens der Schulen zeigt eigentlich, dass es nicht nur sinnvoll ist, sondern dass es auch notwendig ist, weil auch die Lehrer und Lehrerinnen wissen, dass die Bewertungsebene eigentlich hinderlich ist, um über solche Themen reden zu können. Das heißt, da braucht es externe Expertinnen und Experten. Natürlich braucht es auch eine Qualitätskontrolle. Aber sexualpädagogische Workshops jetzt einfach zu streichen oder abzuschaffen, das ist ja nicht nur absurd, sondern das wirft uns tief in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück.